Beispiel damals bin ich gesessen mit dem Kopf in der Partitur. Heute sage ich, lieber die Partitur im Kopf, als den Kopf in der Partitur. Er kam, sah und siegte. Mit seinen Salzburger Musikfreunden war Willi Resetaritz am Mittwoch und Donnerstag in der Arge Kultur zu Gast. Gemeinsam wurde dort dem Stubenblues gefrönt. Einen Tag zuvor hatte man sich aber noch mit dem Arge-Team beim Fußball angelegt und siehe da, 7:0 gewonnen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, die lassen uns auch da noch mal anderen schießen, ohne was dagegen zu setzen. Naja, im Sturm haben sie ein bisschen Koordinationsprobleme gehabt. Ich habe gespielt links außen. Ich habe rechts an der Outlinie den weißen Staub aufgewirbelt. Der gebürtige Burgenländer scheint aber nicht nur sportlich, sondern auch musikalisch auf seinem Höhepunkt zu sein. Ich möchte so sagen, wenn wir es jetzt noch nicht kennen, dann lernen wir es nimmer. Was sagst du? Ja, ich lerne noch ein wenig. Aber natürlich, das ganze Leben ist ein Lernen, aber sozusagen jetzt mehr Leibwander auf der besseren Seite, auf der leibwanderen Seite, wenn wir jetzt noch nicht waren, wird schlecht ausschauen. Das heißt ja nicht, dass wir nicht noch uns verbessern, verändern können. Wiener Lieder und Volksmusik, gemischt mit Funk-, Soul- und Blues-Elementen. So könnte man den Stubenblues beschreiben. Hinter dem Namen aber steckt eine Legende. Ja, der Stubenblues ist eigentlich entstanden auf einer Hütte am Berg, am Stubnerkogel. Und wir waren eingeschneit, das ist die Legende, so sagt die Mär. Ich war aber dabei. Du warst dabei. Persönlich nämlich. Wer war nur dabei? Der Kollege Angerer. Der Kollege Kircher, Klaus. Und der Roland Guggenbichler damals am Akkordeon. Und das ist das, was man spielen kann. Also wir spielen alles, was auf der Bühne passiert, können wir jederzeit auch am Fußballplatz in einer netten Stube auf dem hohen Berge spielen. Handgemachte Musik. Und solche Lieder kann man nicht planen. Die muss man, und das haben wir dann gelernt, passieren lassen. Oder ich möchte fast sagen, die muss man zulassen. Wenn man das kann, ist man eh schon ein bisschen ausgereifter. Das heißt, es muss nicht kunstvoll sein. Darf aber, wenn es passiert, nichts dagegen zum Einwenden. Und solche Sachen haben wir uns dann passieren lassen. In der zweiten CD schon ein bisschen eigene und jetzt sozusagen hat sich der Herr Schubert selbst übertroffen. Dem sind ganz besonders viele schöne Lieder eingefallen. Ja. Du musst jetzt nichts sagen. Okay. Ich lobe dich. Ich glaube trotzdem, dass es kein Zufall ist, dass wir zwar kein Dogma machen, aber dann doch halt alles in der Mundart singen. Weil so redet er sich leichter. Und ich glaube auch, dass man viel feiner differenzieren kann, wenn man überhaupt den Text ernst nimmt. Und das tun wir. Und Zwischentöne auch artikulieren will, geht das in der Mundart einfach besser. Und wie beschreiben die Musiker die Salzburger Musikszene? Ich glaube, eine enorme Power- und Aufbruchsstimmung. Und da werden sie sich noch warm anziehen müssen im Rest der Welt. Was da kommt aus Salzburg. Über Schritte.